Okay. Villa Kunderbund ist unsere erste Anlaufstelle. Marina. Ich hätte wohl. Oh nee. Ich hätte wohl mal das Fenster zumachen müssen. Gibt's hier was? Ah, dafür weg. Ich sag doch, die Kohle hol ich. Leer, Alter, ich sag's doch, die Kohle hol ich. Nie wieder raus aus diesem Scheißladen. Oh, Axel. Axel Schulz, Junge. Das große Achselzucken. Komm mal her. Ach ja, den Schweinhund brauchst du ja für einen Kappa oder sowas, glaube ich, oder? Also kann ich ihn direkt zum Fenster rauswerfen. Lockt. Ich kann Axel in die Freiheit entlassen. So, jetzt runter zum Pier. Den nächsten Kack holen und dann. Oh, Schüsse am Ressort, das ist gut, das ist gut. Da können die von mir aus auch bleiben. Drüben hat einer hier rüber geschossen. Das Bierboot. Das ist, glaube ich, keine gute Idee.
Amtu, grüß dich, herzlich willkommen. Also mindestens einer ist noch da. Was soll's denn werden, wenn's fertig ist? Weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Also von Richtung Tankstelle hat einer, glaube ich, heruntergeballert wie ein Blödmann. Und dann ist da hinten einer gelaufen. Springt einer. Versucht durch die blauen Wände zu schießen. Hier ist einer im Wasser. Mist, dass wir so laut geraschelt haben jetzt.
glaube, es sind doch noch zwei. Hm. Scheiß Fenster! Danke, Robert. Sind also noch, ist noch einer da. Mordhund. Sorry, Mordhund, herzlich willkommen, grüß dich und danke nochmal für dein Follow in meiner Abwesenheit. Habe ich mich sehr gefreut. Und der hat den Vorteil auf seiner Seite, weil wir nicht wissen, wo er sitzt. Ich glaube auch, er hat... Oder... Also vorhin kam es mir so vor, als hätte mich einer von da hinten geschossen. Hier rüber. Und als wir jetzt am Zaun vorbeigelaufen sind... kamen Schüsse direkt hinter mir. Möglicherweise sind es sogar noch zwei, einer rechts, einer links. Ey, es ist so kacke, Mann. Glaube, da jetzt rauszugehen, ist absoluter Irrsinn. Ich glaube, das müssen wir aussitzen. Und das ist gar nicht gut. Weil wir den längeren Weg zum Exit haben als die. Und sagen wir mal, die sind jetzt von Richtung Baugelände vom Kran gekommen, dann möglicherweise... Dann sind die in 2 Minuten hinten an Ruhen Road und wir brauchen mindestens 4 Minuten bis, glaube ich, bis zu Customs, Road to Customs. 3-4 Minuten, denke ich schon. P1
Painkiller ist auch weg. Schade eigentlich. Ich kann es halt schlecht einschätzen. Also am Anfang dachte ich, okay, der ist noch nicht so besonders erfahren oder so. Hat es ja nicht gehört, dass ich da von links gekommen bin und er spazierte da die Straße runter. Wahrscheinlich auch zu sicher, in der Hoffnung, dass seine Kameraden ihm noch Feuerschutz geben. Der zweite, dann allerdings fand ich es doch schon gar nicht schlecht. Einer oder zwei noch oben. Dem anderen Deckung gebend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob die es drauf haben oder nicht, das ist halt die Frage. Also kann ich jetzt überhaupt keine Aussage treffen. Aber ich glaube, warte mal, haben wir... Ah, Railway Bridge. Das könnte man schaffen. Rausrennen. Railway Bridge könnte man doch so in 2,5 Minuten schaffen, oder? Denke ich schon. Obwohl, man verschätzt sich schnell. Die Ausdauer ist ruckizucki weg und es dauert ewig, ehe die wieder da ist. Wenn es natürlich nur noch ein Heckenschütze da oben ist oder war, dann könnte er eventuell der Meinung sein, dass ich mich verpisst habe, weil er nicht immer alles abdecken kann an Fläche. Sind es aber zwei, habe ich die Arschkarte. Tut mir leid, Leute, dass ihr hier euch solche komischen, hässlichen Holzpaneele angucken müsst. Oh, mein Generator ist fertig. Hey, hat sich doch das Warten noch gelohnt. Danke, Robert. Danke, danke, danke. Aber immer noch die Frage, waren das jetzt alle? Was ist denn das? Ein Skeff-Spieler? Wir haben einen harmlosen, armen Skeff-Spieler über den Jordan geschickt. Aber... Das ist doch, glaube ich, ein Zeichen dafür. Oder der Typ hat sich halt oben gedacht, ach komm, lass den Skeff-Spieler laufen. Der wird uns... Der tut uns ja nichts. Und vielleicht lockt er mich heraus. Ey! Wartet.
Pilgrim, dann kommt doch die Quest mit dem Pilgrim noch. Mist, Scav-Spieler, scheiße. Es waren doch keine Amateure. Mann, da lacht der Ulach. Level 22, okay. Ich werde mich wohl dem großen Versicherungsbetrug hingeben. Und meine Waffe eigentlich umkehren. Die Waffe, die mir das alles beschert hat, wegschmeißen. Oh, wir müssen uns aber langsam mal sputen. Such! Jetzt wird's knapp in der Zeit, ja, Robert. Du sagst es. Ah, komm, 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 wir haben doch keine Zeit hier. Aber ich glaube, kein Stress. Aber mein Bein ist eingeschlafen, mein Fuß. Leco mio. Wir schaffen das bis zur... Bis zur Brücke schaffen wir das easy. Denke ich. Lauf, lauf, falsche Tasten. Ohne schaffen. Komm, lade Tank, Tank ausdauern, du Idiot. Renne. Oh, wird das eng, wird das eng. Alter. Scheiß die Wand an. Aber ich bin optimistisch. Oder bin ich's? Nee. Ach, das war's hier. Oh nein, ich bin nicht mehr optimistisch. Wir schaffen es, glaube ich, nicht. Oh nein, die schönen Waffen. Was haben wir im Rucksack? Komm, weg damit. Komm, hol Luft, Alter. Nein. So nah und doch so fern. Komm, zieh durch. Komm, wir schaffen das. Komm, nein. Nein. Och nein, ist das asozial. Ist das doof, Alter. Ach Mann. So ein Ärger.